Dr. Masaru Emoto, ein Name, den man sich merken sollte. Er ist der Präsident des Wissenschaftsinstituts von Tokio und dieser Mann hat in über 500 wissenschaftlichen Versuchen, wo er die moderne Nanotechnologie angewendet hat, herausgefunden, dass die Struktur und die Kristallisation innerhalb des Semsem-Wassers eine komplett andere ist als die von normalem Wasser. Außerdem hat er herausgefunden, dass in dem Moment, wo du die Bismillah sagst, also bevor dem Verzehren Bismillah sagst, oder in dem Moment, wo du Koran auf das Wasser rezitierst, sich wieder die Anordnung der Kristalle innerhalb des Wassers verändert. Und wenn Koran rezitiert oder abgespielt wird, sogar dass die perfekt gleichmäßig ausgebaut wird. Die Anordnung der Kristalle und die Struktur. Allahu Akbar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mir fällt direkt als Haji, also als jemand, der schon mal auf Hajj war, fällt mir direkt dazu ein, dass ich bemerkt habe, dass in dem Moment, wo du auf Hajj gehst und dann Unmengen, also größere Mengen von Semsemwasser konsumierst, als du normalerweise konsumieren kannst, dass du dann ein, zwei Tage wie so ein starkes Bauchgrummeln hast und du hast das Gefühl von leichter Angeschlagenheit und du merkst irgendwie, wie Giftstoffe aus deinem Körper rausgehen. Also eine Antioxidanzwirkung. Bei Baraka Group gibt es jetzt diese 500 Milliliter Flasche für 4 Euro und große 5 Liter Kanister für nur 25 Euro. Das heißt, die großen 5 Liter Kanister sind ungefähr um die Hälfte preiswerter als diese kleinen Fläschchen. Konsumiert regelmäßig Semsemwasser, denn Allah hat darin wahrlich Heilung für uns alle gesegnet.